So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Heute geht es nämlich um Snacks, Snack World, alles was ihr haben wollt, wenn ihr einen schönen Fernseher haben machen wollt, ne? Oder momentan in der SummerSlam-Woche, wenn ihr euch mal richtig den Magen vollschlagen wollt und dabei was knabbern möchtet. Wer kennt Pringles? Bestimmt jeder. Jeder kennt Pringles, aber kennt ihr auch die Pringles Reis? Fusion. Pringles, Kartoffeln, Reis, Fusion. Wir haben auf jeden Fall vier komische, steht auf jeden Fall auch neu dran, vier komische Sorten entdeckt. Die möchte ich euch jetzt mal hier zeigen. Ich habe das wieder hier auf mein Tablett gestellt. Und guckt ihr das an. Vier Pringles-Sorten mit Reis. Und die haben es in sich. Die lese ich euch nämlich gleich noch vor. Da haben wir zum Ersten einmal Pringles Reis Fusion, Peking-Ente mit Hoisin-Soße-Flavor. Das ist auf jeden Fall cool. Das ist einfach die Reis-Edition. Ich weiß nicht, wie man darauf kam. Pringles aus Reis, ne? Vielleicht ist das einfach nur, wir müssen es probieren. Ich habe selbst keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Auf jeden Fall, hier steht nicht mal neu drauf. Die gibt es wohl also schon länger. Pringles, Peking-Ente mit Hoisin-Soße. Das ist auf jeden Fall die erste. Dann haben wir hier Japanese Barbecue Teriyaki. Also japanisches Barbecue Teriyaki in der lilanen Trommel. Bei den nächsten beiden steht aber neu dran. Hier ist nämlich noch einmal Indian Chicken Tikka Masala dabei. Also indisch. Hähnchen, Masala, Hähnchen, Tikka Masala, Flavor. Das sieht auch auf jeden Fall richtig gut aus in der orangen Dose. Und als letztes auch neu, Pringles Rice Fusion Malaysian Red Curry Flavor. Also malaysischer roter Curry. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt schmeckt. Wir fangen natürlich an mit der Peking Ente mit Hoisin Soße, das Grüne. Ich muss jetzt alle aufmachen. Ich weiß gar nicht, wann ich die alle essen soll, aber gut, ist ja SummerSlam-Woche, da wird öfters mal gesnackt, auch wenn Pupsi mal einschläft. Wir riechen einmal hier rein, Adi riecht auch mal, aber Adi schreckt zurück. Ich glaube, dem Adi gefällt es nicht so. Riecht etwas dumpf, riecht eigentlich jetzt schon fast wie eine Art Barbecue. Wir probieren mal einen Chip. Sieht auf jeden Fall erstmal aus wie die anderen Pringles, die man sonst immer kriegt. Von der Form hat sich da nichts getan. Pupsi auch so, ob das schmeckt, wenn das mit Reis sein soll oder so. Ihr habt auf jeden Fall trotzdem was zum drauf rumkauen. Und es ist auf jeden Fall richtig würzig. Und habt ihr ein Hoisin-Soßen-Feeling mit Ente? Ich würde sagen, das kommt dem Ganzen einfach schon richtig gut nah. Und wenn ihr also auf diesen Geschmack steht, wenn ihr gerne beim Chinamann essen geht, dann gönnt euch mal diese Reis-Pringles mit Peking-Ente und Hoisin-Soße. Hat auf jeden Fall einen ganz anderen Geschmack als alle anderen Pringles. Das hat diesen asiatischen Touch wirklich. Ist gut getroffen, muss ich sagen. Ist auch schön würzig. Würde ich auf jeden Fall auch nochmal kaufen. Jetzt probieren wir aber mal Japanese Barbecue Teriyaki. Barbecue bin ich immer sehr penibel. Manches schmeckt, manches nicht. Bei Barbecue, das ist mir meistens immer zu rauchig. Ich stehe eher auf andere Sachen als auf Barbecue. Vielleicht im Zusammenspiel mit Teriyaki, vielleicht passt das, ja? Erst wieder einen alleine. Normale Pringles von der Form her. Diese Barbecue-Note kennt man natürlich von vielen anderen Chips. Muss ich sagen, ist das nicht so einzigartig vom Geschmack wie die Peking-Ente. Barbecue-Teriyaki überwiegt der Barbecue-Geschmack. Es ist halt rauchig, es ist ein bisschen süßlich. Aber von allen Barbecue-Chips, die ich so gegessen und probiert habe, gefallen mir die, glaube ich, noch am besten. Sind halt Pringles einfach. Pringles ist
weiß ich nicht. Mit Pringles kann man eigentlich nichts falsch machen. Ich glaube, ich hatte noch nie eine Pringles-Sorte, die richtig eklig war und gar nicht geschmeckt hat. Mir gefällt aber die Peking-Ente noch ein bisschen besser. Könnte sich jetzt ändern mit Indian Chicken Tikka Masala. Indisch, da hoffe ich jetzt, dass das ein bisschen scharf wird und brennt. Alles mit Hühnchen, ne? Die Ente bekommt Konkurrenz. Die Hühner sind in der Überzahl. Erstmal riechen, habe ich eben vergessen. Das riecht auf jeden Fall wie eine 5-Minuten-Terrine. Gibt es ja auch ganz viel immer mit Curry, Curry-Nudelzeug. Hat einen süßlichen Geschmack sogar. Also hier denkt man, das ist ultra scharf, so wie das hier aussieht, aber Schärfe nicht so vorrangig, ganz dezent gesetzt. Hat auf jeden Fall einen indischen Touch. Wenn wir immer in Meiningen, in dem, wie heißt das Teil, im Bombay essen sind, da riecht das auch immer schon so. Und alles, was es da zu essen gibt, riecht auch so. Selbst einfach nur ein Glas Wasser riecht so. Es hat auf jeden Fall den indischen Touch. Gefällt mir, glaube ich, ein Stück besser als das Barbecue Teriyaki. Aber die Peking-Ente finde ich immer noch am interessantesten vom Geschmack. Sind aber gut getroffen. Also, es gibt ja manchmal Chips, da steht auch drauf, hier mit Pizzageschmack und so. Ihr probiert das und das schmeckt einfach nach alten Jus-Karton und nicht nach Pizza. Bisher erfüllt alles seinen Zweck. Alles hält das, was es verspricht. Jetzt haben wir noch das malaysische rote Curry. Und spätestens jetzt hoffe ich aber, Curry, dass das scharf ist, dass die auf jeden Fall richtig abgehen. Riechen auch, weiß ich nicht, die haben irgendeinen undefinierbaren Geruch. Etwas salzig, etwas süß. Rotes Curry aus Malaysia. Schmeckt wirklich, als hättest du eine Schüssel Reis mit ein bisschen Soße obendrauf. Ist, glaube ich, von der Schärfe her, was man im Nachhinein schmeckt, auch das kräftigste. Trotzdem nicht wirklich scharf. Also, wer es besonders kräftig mag, kann ja gerne hier dazu greifen. Vorne rein schmeckt das trotzdem etwas süßlich, wie süßer Reis. Bisschen Currynote dabei, alles mögliche. Aber ich glaube, mein Favorit ist immer noch die Peking-Ente mit der Hoisin-Soße. Auch in der grünen Packung. Man könnte denken, das ist Wasabi. Dann gönnen wir uns noch einen. Hupsi ist auch fertig. Saß eine Stunde auf dem Klo. SummerSlam hat angefangen. Wir gehen gleich nämlich rüber. Gucken mal. Und ich lasse sie auch mal probieren. Mal gucken, was sie sagt, welche Sorte ihr am besten schmeckt. Wenn ihr die kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Habt ihr auch schon mal Pringles Reis Fusion probiert? Und gibt es noch mehr Sorten, die ich hier gar nicht habe? Ich weiß es nicht. Pupsi hat die auch einfach mitgebracht. Aber die zwei scheinen es ja schon länger zu geben, die ersten beiden. Die letzten zwei scheinen neu zu sein. Pringles Reis Fusion. Welche Sorten kennt ihr? Welche Sorten habt ihr schon probiert? Und was ist eure Lieblingssorte? Schreibt es mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Oha. Ente.